Hallöchen Leute und weiter geht's mit einer neuen Folge Fallout 76. Ja, ich bin jetzt hier an einem ganz, ganz spannenden Ort und das wird ein richtiges Gemetzel geben und ich hoffe, ich bin dafür waffenmäßig gut ausgestattet. Und zwar bin ich auf dem Weg, ich möchte es euch kurz auf der Karte zeigen. Wir haben hier die Stadt Grafton, von wo ich los wollte, zu diesem Punkt zum Damm von Grafton und wir sind jetzt ungefähr in der Mitte und da ist, sag ich mal, ein Gefängnis. Na gut, ein Gefängnis ist es nicht, das ist eine alte Burg oder so. Eine Burgruine und die ist bewacht von Supermutanten. Ist natürlich schlecht. Jetzt habe ich allerdings ein Jagdgewehr, was auf Distanz richtig gut ist. Alle verfügbaren Wachen melden sich umgehend in meinem Büro. So, und jetzt geht der Kampf los. Die beballern sich jetzt alle gegenseitig. Und ich versuche, die ein bisschen von der Distanz zu eliminieren. Mal schauen, ob ich das hinbekomme. Auf jeden Fall, das Jagdgewehr ist für solche Sachen super, weil ich vor allem halt nicht die Distanz habe. So, das war der erste Schuss. Und tot. Also zwei Schuss und der ist down. Bei dem da hinten wird es schwieriger. Auf die Distanz wird das wahrscheinlich nichts. Gut, einer ist ausgeschaltet. Jetzt, glaube ich, könnten wir uns mal darunter wagen und angreifen. Aber natürlich vorsichtig. Strafanstalt. Siehst du, ich hab doch recht gehabt. Das ist eine Strafanstalt. Scheiße. Die haben mich gehört. Oh, fuck! Gott, da ist einer. Verdammt! Ich wäre gerade sowas von gestorben. Scheiße. Ich muss besser aufpassen. Sonst wäre es jetzt fast vorbei gewesen. Also, was haben wir hier noch? Wir haben Vorkriegsgeld, Holz und Lederrüstung gekocht. Wieso auch immer eine Lederrüstung gekocht werden muss, keine Ahnung. Ja. Einen Wecker brauche ich ebenso wenig. Ich bräuchte was, was mir mehr Leben gibt. Ich habe nämlich, ich kann es nur wiederholen, ich habe fast keine Sachen mehr. Ich hole mir jetzt auf jeden Fall das Psycho, das wirkt 3 Minuten lang. Ansonsten, boah, ich kann es euch nicht sagen. Also Psycho sagt 25% Schadenresistenz für 3 Minuten. Ich hau mir einfach alles rein, was ich habe. Ich werde wahrscheinlich gleich sterben, weil ich mir so viel reingepulvert habe, aber ich habe nichts anderes. Und da ist der nächste. Scheiße! Ich bin gleich tot, ich wusste es. Ich wusste es, jawohl, das war klar. Da braucht man aufgeben, weil Leben tue ich da sicher nicht mehr. Scheiße. Mist, Mist, Mist. Ich bräuchte mehr Ressourcen. Ich bräuchte ein Stimpack oder irgendwas, was mir hilft, aber so wird das nichts. Und jetzt wurde ich automatisch respawned und zwar in Grafton. Ist das nicht deren Ernst, oder? Oder bin ich jetzt in Grafton drinne? Geil, ich bin direkt bei der Mission gelandet. Sehr geil. So, ein Schuss ist der down. Fuck. So, wenigstens gehen die mit einem Schuss down. Und ich habe wieder volles Leben. Nur, das sind wieder ein Haufen Ghule. Also Zombies. Und ich brauche irgendwas zum Sammeln hier. Ein bisschen Munition, weil wenn ich da jetzt rausgehe, dann geht der Scheiße wieder los. Also. Wo schauen wir denn? Da ist noch einer. Hallo, grüß dich. Doing. Und weg. Da geht's hoch. Vielleicht. Ah, sehr schön. Da gibt's den Leiter. Für die Patrouillen? Besser als gar keine Verstärkung. Versuchen Sie, meinen Roboter nicht zu verlieren. Ich schicke einen meiner besten Männer. Ihre Aufgabe, ihn unbeschadet zurückzubringen. Die Häftlinge sind
Hier kommt jemand, scheiße. Drei Schuss Magazin immerhin. Drei Schuss. Gott. Sequenz 1. Diese Patrouille führt durch A. Flügel. B. Flügel. Gefängnis. Hof. Derzeitige Bedrohungsstufe. Die hören sich so geil an. Sicherheitseskorte angefordert. Immerhin gibt's einen Bourbon, damit ich mich zusaufen kann. Ah, okay, jetzt. Ah, ich muss den beschützen, oder? Das Häftlingshalsbandsystem ist außer Betrieb. Ja, eskortiere die Wache. Perfekt, okay. Das können wir meinetwegen gerne machen. Vielleicht springt am Ende ja für uns was raus. Bin jetzt echt mal gespannt. Eine Haarklammer. Lose Schrauben, die hätte ich vorher mal gebraucht und jetzt bringen sie mir gar nichts mehr. Super. Man findet immer das Zeug, was man braucht. Nicht dann, wann man es braucht, sondern immer 50 Stunden später, so kommt es mir vor. Aber wir haben hier eine Kochstation. Ich kann mir vielleicht hier kurz was zum Essen zaubern. Oder? Ich kann mir nicht mehr was zum Essen zaubern. Ich habe einfach gar nichts. Ich bin echt am Arsch. Sicherheitsstatus nominal. Oh, geil, Bastelwerkstatt, hier gibt's ja alles. Hammermäßig. Und das sagt er mir jetzt. Munition habe ich auch nichts. Fuck. Der Angriff auf einen Vollzugsbeamten ist ein Kapitalverbrechen. So, die Glühbirne kannst du mir gerne mal geben. Du Hirni. Und jetzt, die Rüstung reparieren. Das wäre auch was, was mir mehr bringt. Damit ich ein bisschen unverwundbarer bin. Der Leiter wird über ihre Aktionen unterrichtet. Scheiße, scheiße, scheiße! Verdächtige Aktivität entdeckt. Untersuche. Boah, das war Glück. Fuck. Ah! Der Protektron hier, der ist aber schon hart im Nehmen. Der haut den einfach weg. Gut, es ist ein Metallkopf, von daher. Da ist eine Nuka-Cola drin, sehr geil. Nuka-Cherry. Häftling, Nuka-Cola. Sie vor und geben Sie sich zu erkennen. Der haut da echt rein. Oh, scheiße. Gott, nochmal. Also die Jagdwaffe, also das Jagdgewehr ist schon vom Schaden nicht schlecht, aber ich bringe halt auf Distanz einfach nichts zustande, wenn die auf dich zulaufen und ich bin nicht in der Lage, da ordentlich zu zielen. Und das Zielen ist in Fallout auch ein bisschen, naja, es ist halt kein Ego-Shoot, das ist ein Rollenspiel, da triffst du auch nicht immer hundertprozentig, selbst wenn der Schuss vom Zielen her sitzen würde. Wo will der jetzt rein? Nicht da lang. Okay, da lang. Da gibt's aber nichts Lohnenswertes. Hey, Protektron, beruhig dich wieder und geh mir nach. Hallo. Ordnung wiederhergestellt. Ja, jetzt komm mal mit hier. Hier spielt die Musik und ich möchte... gerne einfach weitermachen. Ich höre die ganze Zeit in den Ghoul, aber da ist keiner. Doch, da ist einer. Sehr schön. Wo ist denn jetzt der Typ hin? Hallo? Protektron, wo bist denn du hin? Wie ist denn der jetzt einen Stockwerk da hochgekommen? Oh, fuck!
So, wie ist jetzt der da hochgekommen und ich nicht? Der ist ja schneller gewesen als ich und ist an mir vorbeigelaufen. Wie habe ich das übersehen? Oh Mann. Hä? Ich nehme jetzt die Machete, dann spare ich mir wenigstens ein bisschen Munition. Die hätte ich vielleicht schon früher machen können. Gibt es da irgendwo Munition oder so? Sieht nicht danach aus. Okay. Aber es gibt Red Away und schmutziges Wasser, an dem ich sowieso fast verrecke. Okay, gut. Betrete nun Sicherheitsstation. Ah, jetzt ist er wieder da. Bitte okay. Sichern Sie diesen Ort. Boah, läuft. Download der Sicherheitsdaten. Bitte warten. Ich muss ihn jetzt also decken, alles klar. Gefangenenhalsring, Alter. Ah, da unten ist einer. Der kommt hoch. Machen wir doch einfach mal die Tür zu. Tschüss. Wieder auf, wieder auf. Komm schon. Hä? So. Erledigt. Gott, nochmal. Also zwei Schläge und der ist weg, aber das... Hä? Oh, da ist noch einer. Eine Glühbirne hat er dabei. Haben wir jetzt alle erwischt oder war es das jetzt? Was steht denn da nicht rum? Da sollte doch was machen, oder nicht? Verteidige die Sicherheitsstation noch 22 Sekunden. Alles klar, das schaffe ich hoffentlich noch. Ah, die kommt wieder von unten. Wir können einfach die Türen zumachen und es passiert nichts. Eigentlich ist das die viel einfachere Lösung. Fuck! Hä, wo kommt denn jetzt der her? Ich dachte, ich habe die Tür zugemacht. Wahnsinn! Weitere Unruhen werden nicht toleriert. Da kommen aber ein Haufen auf einmal. Leute, nochmal, das ist echt heftig. So, der haut wieder ab. Ich brauche jetzt unbedingt ein bisschen was zum Reinhauen. Nuka-Cola. Und... Oh, wo haben wir es denn? Irgendwas zum Essen, um das Leben wieder aufzufüllen. Ja, Nuka-Cola passt. Okay, das sollte reichen fürs Erste. Und was macht er jetzt? Eskortiere die Wache. Und das Ganze dauert 36 Minuten. Ist das jetzt ein Scherz oder... Dauert das wirklich eine halbe Stunde, weil ich habe jetzt keinen Bock, dem eine halbe Stunde hinterher zu rennen. Ganz ehrlich. Vor allem nicht in dem Tempo. Jetzt, hallo, krieg ich mal deine Schuhe rein und mach mal hinne. Wir haben noch was anderes vor, mein Freund. Disziplinarverstöße können Geldstrafen, Verluste von Privilegien, Einzelhaft und oder Tod. Oder Tod. Abschnitt A. Gesichert. Begebe der Typ ist echt geil. Abschnitt B, der B. Google ist für minimale Sicherheit vorgesehen. Ausgewählte Häftlinge erhalten Vorzüge wie ein Fenster. Abschnitt A, gesichert. Begebe mich nun zu Abschnitt B, der B. Flügel ist für minimale Abschnitt Sicherheit B. vorgesehen. Ausgewählte Häftlinge erhalten Vorzüge wie ein Fenster. Unterlassen Sie das. Hä? Jetzt dreht er wieder um oder was? Hä? Der wollte doch hier lang. Hallo? Hey. Protektron, hallo? Ist der blöd? Ah, da geht's auch weiter. Verdächtige Aktivität entdeckt. Untersuche. Okay.
Der ist nicht ganz dicht, der Typ. Ja, schieß, komm, schieß. Treffen wir nicht schlecht, ha? Mein Gott. Was? Da kommt ein zweiter. Da kommen gleich zwei. Jetzt geht's ab. Jetzt geht's aber ab hier. Das Monster von Grafton ist ein Feuerfreund des Lagermeisters. Normal. Recht und Ordnung sind wiederhergestellt. Was kann man denn mit dem Wachterminal machen? Vielleicht kann ich hier was lesen. Okay, nee, doch nicht. Jetzt dreht er wieder um. Keine Ahnung, was der Typ vorhat, echt. Ich hoffe nur nicht, dass ich den Typ jetzt wirklich 40 Minuten lang eskortieren muss. Das wäre echt ein Scherz. Neumann hat die Machete ordentlich Schaden. Durch das, dass ich sie eingestellt habe auf gezackt. Also der hat jetzt hier so gezackte Klingen, seht ihr eh. Macht jetzt ganz gut Schaden. Und haut einen Ghoul mit zwei Schlägen sowas von weg. Na, ich wette, jetzt geht er hier oben lang, klar. Oder? Wetten? Nee, er geht wieder da hoch. Ja, in der Zeit schaue ich mir mal unser Ziel an. Dieser Damm, okay, das habe ich jetzt schon rausgefunden. Da waren wir das letzte Mal, das ist, ich glaube, sogar beim Stream gewesen. Da bin ich gestorben und habe dann meinen Loot verloren, habe den aber wieder aufgesammelt. Und dann stand ewig da, dass ich meine verlorene Beute wieder beschaffen kann. Der hat das nicht gecheckt, dass ich den Loot schon wieder hatte. Also das sind solche Bugs, die momentan immer noch da sind. Nein, ist es jetzt echt dein Ernst? Springt da runter. Da waren wir auch schon. Also ich habe jetzt keinen Bock mehr. Ich hau ab. Ich hau ab von dem Typen. Das ist mir jetzt too much. Aber nur wohin? Komme ich denn wieder raus? Das Ganze ist ja ein übelstes Labyrinth. Abschnitt B gesichert. Begebe mich nun zu Gefängnishof. Ah, jetzt sagt der Gefängnishof. Sehr geil. Geben Sie auf. Für eine zur Wiederhandlung wird korrektive Maßnahmen zur Folge haben. Oh, geil. Kronkorkenvorrat. Wie viel? Wow! 24 Kronkorken, ja, läuft bei mir. Echt? Das war geil. Das war jetzt mal ein Glücksgriff. Sehr geil. So, gibt's hier irgendwas, was man brauchen könnte? Nein. Gibt es nicht. Na dann, gehen wir mal raus und jetzt, ich wette mal, jetzt sind dann mal so 50 Supermutanten da und die dürfen mal alle über die Flinte schießen. So. Bin jetzt gespannt. Die gleich also auf uns schießen oder ob wir noch ein bisschen Deckung haben, weil die haben immerhin Schusswaffen und die hauen dich halt schnell mal in Stücke. Ja, ja, siehste. Ich wusste es. Ich wusste es. Fuck. Scheiße. Fuck, 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 fuck. Laut Verordnung ist der Einsatz von Schusswaffen innerhalb der Stadtgrenzen verboten. Ja, das war so klar, dass ich sterbe. Mann. Also, nee. Ich frag mich manchmal um die Logik bei dem Spiel. Ich meine, was willst du denn machen? Tot, ja? Super, respawn. Und jetzt darf ich den ganzen Scheiß nochmal machen, oder wie? Also, Freunde, bei sowas, weiß ich, da.
Wie willst du das denn schaffen? Wenn die ohne Deckung, wenn die gleich auf dich schießen, auf dich losgehen. Das ist ja ein Witz. Ja, die Dinge sind, das war so klar. Ich kann bloß hoffen, dass ich den jetzt ein bisschen wieder auf Spur bringe. Und reparieren kann, aber dann müsste ich die erstmal killen. Bin mal gespannt. Und vor allem, dann dauert es ja 5 Sekunden, bis du dich bewegen kannst. Das ist ja ein schlechter Scherz. Also, ich weiß nicht, was mit der Hitbox los ist, aber wenn ich springe und beim Springen auf den Kopf ziele, dann will ich auch einen Kopf treffen und auch einen Hitmarker bekommen. Aber irgendwie haben sie das alles noch nicht so hinbekommen. Jetzt muss ich die Wache in 19 Sekunden reparieren. Das ist ja klar, dass das nicht möglich ist, oder? Ja, dann darf ich alles wieder von vorn machen. Ihr seid so geil. Oh Mann, ey. Ja, das war's. Super. Sie, Event fehlgeschlagen. Alles umsonst gewesen. Super. Tot. Ich bin gleich tot. Ich brauche jetzt Nuka-Cola, Pilsner und ich brauche ein Med-Ex für Schadensresistenz und jetzt meine, wo ist sie denn, mein Jagdgewehr. Ja genau, trifft nicht. Sag mal. Jetzt flippe ich gleich aus. Das kann doch nicht wahr sein. Da musst du echt so langsam schießen, dass das Fadenkreuz klein wird und so. Mein Gott. Also für ein Ego-Shooter-Verhältnisse würde ich ausflippen. Dann wäre das ein wahnsinnig schlecht programmiertes Spiel und das ist einfach ein Rollenspiel, das einfach mit schnellem Schusswechsel nicht mitkommt. Leider. Wirklich leider. Ja, ein bisschen Munition immerhin. Wenigstens habe ich bei der Waffe genügend Munition, sodass ich sagen kann, ja, ich kann. Hallo? Scherz, oder? Ja, ich sag gar nichts mehr dazu. Nee, also bei dem Spiel ist irgendwie gleich meine Wut raus. Also wir gehen jetzt gleich zu dem Dump von Grafton und dann machen wir da die Mission weiter in der nächsten Folge, Freunde. Ich bin ein bisschen angepisst von dem Spiel, aber vielleicht läuft es in der nächsten Folge besser. Bis dann. Tschüss.